Sich einmal wie ein echter Star fühlen. Beim SV Coburg-Ketschendorf ist dieser Traum für viele Kicker Realität geworden. Denn der Verein hat in Zusammenarbeit mit einem lokalen Supermarkt ein eigenes Stickeralbum initiiert. Vor ein paar Jahren war diese Idee schon einmal im Raum gestanden, nur da hätten wir es selber vermarkten müssen. Wäre definitiv nicht gegangen. Jetzt mit der Unterstützung vom Edeka-Markt hervorragend. Die haben die Stickers verkauft, die haben sich um alles gekümmert, was zumindest in deren Hand lag. Rest hatten wir gemacht und ich muss im Nachgang sagen, war ein super Projekt. Wo eigentlich Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo zu sehen sind, lächelt in Ketschendorf zum Beispiel Keanu Frank aus dem Album. Einkleben, Bilder tauschen und im besten Fall dann sogar sich selbst einkleben. Mit dem Projekt Sticker Stars haben die Verantwortlichen einen riesen Hype ausgelöst. Bis es allerdings soweit kam, musste erst einmal enorme Vorarbeit geleistet werden. Es war eigentlich wie auf dem Kasernenhof hier. Wir mussten generalstabsmäßig alle Mannschaften antreten lassen, durchplanen, zeitlich eintakten, umkleiden lassen, durchfotografieren. Und dann ging es eigentlich erst los. Wir hatten also 3 Shootings insgesamt, Senioren, dann Gesamtshooting und nochmal ein 3. Nachshooting. Unser Fotostudio war unsere Umkleidekabine, unsere neue. Und dann musste ich mit meinem Jugendleiter in mühevoller Kleinarbeit in vielen Sonntagnachmittagen jedes Foto anschauen. Das Beste raussuchen und wir haben Tränen gelacht. Aus rund 2000 Fotos die geeignetsten raussuchen, beschriften und dann online hochladen. Ein riesiger Aufwand, hinter dem jedoch ein ganz bestimmtes Ziel steckt. Denn mit dem Sticker-Projekt wollen die Ketschendorfer auf die prekäre Sportplatzsituation aufmerksam machen. Für seine 16 Mannschaften hat der Club nämlich lediglich einen Rasen und einen 40 Jahre alten Sandplatz zur Verfügung, der auch nur teilweise bespielbar ist. Diese Fläche soll künftig allerdings anderweitig genutzt werden. Die Kernidee ist ja, dass wir eigentlich einen Kunstrasenplatz gerne haben möchten. Möchten dafür aber kein fremdes Geld mehr aufnehmen, möchten also mit Eigenmitteln, mit Eigenkapital versuchen, dieses darzustellen. Und das Projekt Sticker Stars wollten wir nutzen als Kick-Off-Projekt, um auf unsere Situation aufmerksam zu machen und dann, um dann Geld einzusammeln, was wir jetzt schon tun. Ein bisschen haben wir ja schon zusammen. Und wie Eichhörnchen jetzt Nüsschen sammeln, versuchen wir jetzt Quadratmeter zu verkaufen. Denn das Projekt Sticker Stars geht nahtlos über in das Folgeprojekt 6000x50, mit dem das nötige Eigenkapital von insgesamt knapp 300.000 Euro gesammelt werden soll. Für 50 Euro kann man quasi einen Quadratmeter des Kunstrasens erwerben und den Verein damit unterstützen. Im Hinblick auf das Gesamtvolumen natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil, doch angesichts der hervorragenden Nachwuchsarbeit, insgesamt werden am Buchberg über 200 Kinder betreut, eine absolut lohnenswerte Investition. Wir sind da hier, und da sind wir ganz stolz drauf, einer der wenigen, um nicht zu sagen fast der einzige Verein im Landkreis, der sich erlaubt, seine Jugendmannschaften selber auch zu betreuen, also ohne Spielgemeinschaften oder ohne Unterstützung von anderen Vereinen. Wir haben von den A-Junioren bis runter zu den G-Junioren alles besetzt, haben zusätzlich noch 2 Mädchenmannschaften und das bei ungefähr 360 Mitgliedern. Und da sind wir auch ganz stolz drauf, der überwiegende Teil, nämlich über 70% Jugendliche. Und die brauchen wir, denn auf die bauen wir und das ist unsere Zukunft. Umso wichtiger wären also ordentliche Trainingsbedingungen, die mit einem Kunstrasenplatz mehr als gegeben wären. Bis es soweit ist, müssen sich die Verantwortlichen jedoch wohl noch etwas gedulden. Da ist noch ein weiter Weg, den wir auf jeden Fall gehen wollen und auch gehen müssen, weil wir sind es unseren Jugendlichen schuldig, dass sie auf einem vernünftigen Sportplatz sowohl trainieren als danach spielen können. Und mein persönlicher Wunsch wäre, dass ich es auf jeden Fall noch erlebe, dass wir das in die Tat umsetzen können. Ja, du musst immer erst den ersten Schritt machen. Ja? Laufen lernst du auch mit dem ersten Schritt. Es ist ein langer Weg. Ich bin noch mal erst seit anderthalb Jahren hier Vorstand. Bin jetzt 49 Jahre alt. Ich glaube, ich habe noch ein paar Tage Luft nach oben. Und ich höre nicht eher auf, bis wir das Ding realisiert haben. Und dann fangen wir vielleicht erst richtig an. Am Buchberg träumt man nämlich auch von einer Fußballschule, allerdings nicht für den Leistungs-, sondern den Breitensport. Denn beim SV Coburg-Ketschendorf formt man sich seine Stars schließlich selbst. Eine große Familie, die nichts weiter kann, außer Fußball spielen.